Ein neues Jahrzehnt ist eingeläutet. Sam, das ist ja die perfekte Gelegenheit, um sich einige Businessfragen zu stellen. Was ich in letzter Zeit häufig gehört habe, ist die Frage, lohnt es sich im Jahre 2020 noch digitalen Content zu verkaufen? Denn heutzutage kann man sich ja eigentlich jeden Content irgendwie, irgendwo kostenlos zugänglich machen. Das ist richtig. Und ich denke, das ist ein bekannter Einwand, der vielleicht auch einige, die dieses Video schauen, jetzt heute haben. Man kann zu jedem Thema auf YouTube wahrscheinlich eine Antwort finden. Oder auch mit Google findet man fast auf jede Problemstellung eine Lösung. Die Frage ist aber nur, wie lange dauert es? Also wie lange brauche ich zeitmäßig, um die richtige und passende Lösung für meine Situation zu finden? Und Zeit ist Geld. Also je länger es mir Zeit kostet, ja, die Lösung zu finden, desto mehr kostet es mich letztendlich, ja, bis ich auch eine passende Lösung gefunden habe. Das bedeutet, Leute sind bereit, Geld auszugeben, wenn ich auf dem Silbertablett sagen kann, schau, das ist zusammengestellt, die perfekte Antwort auf deine Fragestellung. Also würdest du eigentlich im Umkehrschluss sagen, doch, es lohnt sich auch im Jahre 2020 noch, digitalen Content zu verkaufen? Absolut, ja. Und zwar eigentlich aus dem Grunde, weil ich, wenn ich online suche, ich finde ja auch alles, aber ich habe einfach extrem lange. Ja. Und dann finde ich so vieles Verschiedenes und genau. Das ist etwa ähnlich, aber dann höre ich auf, weil es ist mir dann zu kompliziert und dann weiß ich es halt einfach nicht. Genau. Ja, und du bist dann auch vielleicht nicht sicher, ist es jetzt wirklich die richtige Lösung für mich? Ja, auf was lasse ich mich hier drauf ein? Und dann kommt noch etwas anderes. Bei vielen Problemen, die man hat im Leben, ist es ja so, das sind, ja, der Lösungsweg bedeutet Aufwand. So, und wenn ich nichts investiere, um eine Lösung zu finden oder halt, ja, anzupacken, sage ich mal, dann ist es zusätzlich eine Hürde, um das Problem wirklich anzugehen. Also ganz konkret, wenn ich jetzt zum Beispiel besser werden möchte mit Facebook Ads, als Beispiel, ja, dann gibt es sehr, sehr viele Kurse online, die ich mir kostenfrei anschauen kann. Aber es braucht extrem viel Disziplin, Ausdauer, um wirklich besser zu werden. Und wenn es mich nichts gekostet hat, ist es mir auch nicht so viel wert, wirklich an diese Lösung hinzukommen. Und da denke ich, ist das auch eben so ein sehr, ja, wesentlicher Teil, ist, wenn du dann Menschen erreichst und sagen kannst, hey, ich habe die Lösung und ja, es kostet dich etwas, aber dafür bist du dann wirklich auf dem nächsten Level. So, also du musst dann nicht die gleichen Fehler machen, wie ich gemacht habe. Dann geht man mit einem ganz anderen, ja, mit einer ganz anderen Einstellung dahinter. Macht das ist nachvollziehbar. Ja, macht extrem Sinn. Die große Frage ist jetzt halt einfach nur, wie verkaufe ich denn meinen meinen digitalen Content, wenn es so viel Gratis-Content gibt? Wie platziere ich das? Das ist eine gute Frage. Also, ja, nehmen wir mal ein Beispiel. Also, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, Content zu verkaufen, sage ich mal? Ich denke jetzt einfach mal an ein E-Book zum Beispiel. Natürlich wäre da eine Plattform wäre Amazon, dass ich auf Amazon zum Beispiel ein Buch publiziere und verkaufe, weil da sind natürlich schon sehr, sehr viele Menschen unterwegs, die halt mit der Einstellung da sind, ich bin auf Amazon, weil ich mir wahrscheinlich Buch-Content kaufen möchte. Es gibt aber natürlich auch andere Plattformen, ich könnte direkt über Werbung ein Buch verkaufen, es kann auch funktionieren. Also ich denke so, gerade wenn es einen kleineren Betrag ist, ist ja auch die Hürde, wenn irgendwo klar ist, für was das Buch ist und wenn ich auch die richtigen Menschen erreiche, die auch wirklich dieses Problem haben, ist dann irgendwann auch eine Chance da, dass ich das zumindest einigermaßen kostendeckend verkaufen könnte. Aber da haben wir schon ein Problem. Also wenn wir uns überlegen, also jetzt zum Beispiel ein E-Book. Ja, für wie viel würden wir das vielleicht verkaufen? Keine Ahnung, so ab 5 Euro bis maximal 20 Euro. Das sind dann halt einfach zwei Themen. Wenn mein Business jetzt daraus bestehen würde,
dass ich von diesen E-Book-Verkäufen erfolgreich sein muss. Also es gibt welche, aber es sind im Verhältnis sehr, sehr wenige, weil ich brauche unglaublich viel Quantität. Und eben die Marge ist wirklich ein Problem. Also nehmen wir jetzt mal an, ich möchte das E-Book über Facebook Werbung verkaufen. Es wird schon eine Herausforderung sein, also bei 5 Euro würde ich sagen, ist es fast nicht möglich, das kostendeckend hinzubekommen. Bei 20 Euro muss man dann schon wirklich ein Experte sein, um das schon nur kostendeckend mit den Werbeausgaben hinzubekommen. Und in aller Regel wird es nicht profitabel sein. Also das ist einfach die Realität, weil einfach die Werbekosten immer wie größer werden. Bei Amazon gibt es Fallstudien, die behaupten, es sei sehr, sehr gut möglich. Auch auf Amazon kann man jetzt zum Beispiel Werbung machen, dass es dort eher möglich ist, das profitabel hinzubekommen. Aber auch da, wenn ich jetzt vielleicht ein paar Euro pro Buch verdiene, kannst du dir selber ausrechnen, es braucht einfach wahnsinnig viel Quantität, auch viel Invest. Also ich muss viel investieren, um das Ganze irgendwo ins Rollen zu bringen, bis das überhaupt irgendwie etwas abwirft. Aber jetzt hast du vorhin ja gesagt, es macht durchaus noch Sinn, im Jahre 2020 digitalen Content zu verkaufen. Ja. Aber jetzt höre ich, dass es doch sehr schwierig ist, wenn ich ja nicht der teuerste Content habe, aber ein E-Book ist halt etwas sehr Realistisches, was ich verkaufen möchte, was ich erstellen kann. Wie muss ich denn da strukturiert vorgehen? Oder was ist dann dein Input? Wie soll ich denn mein E-Book kostendeckend verkaufen? Mein Input ist ganz grundsätzlich, also wenn man jetzt alleine oder mit einem kleinen Team unterwegs ist, sollte man sich auf ein Kernthema fokussieren, auf ein Kernproblem, was man richtig, richtig gut löst. Mhm. Und ich sage, wenn dieses Kernangebot oder dieses Kernthema, sagen wir, wir haben irgendwo in der Firma haben wir ein Kernangebot, und wenn ich das nicht für 2000 Euro oder mehr verkaufen kann, so, dann ist es nicht ein relevant genuges Problem. Also dann ist das Problem, was ich löse, nicht schlimm genug, wenn das wie Sinn macht. Also wenn ich jetzt mit E-Books oder mit Kursen etwas aufbauen möchte, ist es möglich. Aber dann sind wir einfach eher in der Kategorie Hobby, wenn ich mich nur darauf fokussiere. Mhm. Aber wenn ich ein wirklich ernsthaftes Problem löse, wo ich sage, okay, da sind die Kunden bereit, 2000 Euro oder mehr dafür zu investieren, da habe ich ein Problem, was wirklich brennt, was dem Endkunden wehtut, wo er sagt, ja, das, ich muss es lösen, auch wenn mich das 2000 oder mehr kostet. Und da wird es halt spannend. Wenn ich das Ganze, also wenn ich hier dieses Kernangebot koppeln kann, so, mit dieser Strategie und vielleicht eine weitere Strategie ist ein Kurs. Also wir sagen, ich habe dann vielleicht noch ein Einstiegskurs, sagen wir jetzt vielleicht von 50 bis 200 Euro, ja? Mhm. Auch da, es wird schwierig sein, das alleine profitabel hinzubekommen. Aber wenn ich diese Themen schlau koppeln kann, so dass der logisch nächste Schritt mein Kernangebot ist, dann wird das Gesamtpaket richtig, richtig cool. Das heißt eigentlich, ich gebe dann meine Interessen oder meinen potenziellen Kunden einen Plan vor, in welcher Reihenfolge er sich meinen Content oder mein Wissen aneignen soll. Ja, genau. Das heißt, ich fange mal ganz klein an, gewinne so wahrscheinlich auch ein bisschen das Vertrauen, das Interesse, indem er mir mal 5 Euro zahlt für ein E-Book, genau. Das aber schon auf dieses Kernangebot abzielt. Ja, genau. Also eigentlich wie wenn ich, blöd gesagt, eine Schule mache. Ja. Oder eine Ausbildung. Ja, da gehe ich ja auch wie Schritt für Schritt. Ja. Lerne ich dann immer mehr und am Schluss absolviere ich wie eine Prüfung. Ganz genau, so ist es. Sehr spannend. Und dann bin ich aber hier nicht mehr gezwungen, dass das in sich profitabel sein muss. Ich darf sogar einen Verlust machen. Weil wenn ich dann
tracken, also prüfen kann, wie viele tatsächlich hier weitergehen und von meinem Kernangebot profitieren, ja, dann ist das für mich einfach eine weitere Investition. Also das klingt alles sehr, sehr schlüssig. Mein großes Problem ist jetzt einfach, ich kann mir das visuell noch nicht genau vorstellen, wie das aussieht, geschweige denn, dass ich das irgendwie aufbauen soll. Ja. Ich denke, auch da ist natürlich eine Gefahr, also die größte Gefahr ist ja immer, dass man zu viel auf einmal angehen will. Ja. So. Und sicherlich ist mal ganz wichtig, dass dieses Thema gelöst ist, dass man ein Kernthema hat. So, also dass man ein Kernangebot hat. Und wir empfehlen ja, einen ganz einfachen Funnel zu erstellen, wo wir sagen, eine Traffic-Quelle wie zum Beispiel Facebook leitet diesen Traffic auf eine Landingpage weiter, wo man sich mal per E-Mail anmeldet. Man schaut sich ein kleines Schulungsvideo an, was dann letztendlich auf ein Telefongespräch weiterleitet. Und am Gespräch verkaufen wir das Kernangebot, weil da braucht es Vertrauen. Es wird niemand über einen Online-Job sagen, ja, Kreditkarte, ich bezahle jetzt 2000 Euro. Das braucht hier einen Step-by-Step, einen Schritt-für-Schritt-Vorgang. Und also Grundvoraussetzung ist, dass man hier ein System hat, das funktioniert. Und dazu haben wir ja sehr, sehr viel Content. Es gibt auch ein Webinar, das wir verlinkt haben, wo wir zeigen, wie das geht, Step-by-Step, wie man das hinbekommt. Also wie das jeder auch ohne großes technisches Know-how hinbekommt. Jetzt ein E-Book zu erstellen. Auch da, also das Allereinfachste, um ein E-Book zu erstellen, ist, dass man sich mit einem Gerät einfach ein Thema aufzeichnet. Also jeder trägt ja Wissen mit sich. Und der erste Schritt, ein E-Book zu erstellen, wäre, dass man einfach mal aufnimmt, was man für Wissen hat. So. Und da gibt es auch sehr preiswerte Möglichkeiten, wie man das Aufgenommene abtippen lassen kann, und da hätte man schon mal eine Grundstruktur für ein E-Book. Natürlich müsste das überarbeitet werden, aber das ist wie so eine ganz einfache Möglichkeit, wie man überhaupt zum Inhalt käme, ein E-Book zu erstellen. Ein E-Book zu publizieren, zum Beispiel auf Amazon, ist heute auch sehr, sehr einfach, sage ich mal. Man geht einfach auf Amazon und die haben dort tatsächlich Step-by-Step-Tutorials, wie man das machen kann. Und wichtig ist, dass man einfach im E-Book, spätestens auf der letzten Seite, einen Link hat, der halt zum Kernangebot. Also sprich, statt dass ich Facebook-Werbung habe, die jetzt verlinkt auf eine Landingpage, hätte ich hier am Schluss eine Seite, so, eine URL, die halt dann direkt auf diese Landingpage zeigt. Also habe ich hier eigentlich ein Baukastensystem. Ich kann hier beliebig meine Traffic-Quellen wählen. Ich kann auf Facebook Werbung schalten für mein E-Book. Genau. Aber ich kann das E-Book selbst als Traffic-Quelle nutzen, wo mich direkt auf diese Seite weiterleitet. Genau. Oder ich kann den Kurs irgendwie bewerben, wo dann auf diese Seite kommt. Ganz genau. Und da habe ich zwei Sachen erreicht. Ich habe eine weitere Quelle von qualifizierten Menschen, die aber zusätzlich vorqualifiziert werden. Das ist halt schon spannend. Also wenn das halt wie mich vorbereitet auf dieses Thema, dann sind es Menschen, die sich schon mit meinem Thema auseinandergesetzt haben. Das ist halt das Großartige. Oder wenn sie sich einen Kurs gekauft haben und vielleicht schon mal ein paar Videos von mir angesehen haben oder wie auch immer dieser Kurs aufgebaut ist. Sie haben Zeit investiert, um mich und meinen Prozess besser kennenzulernen. Dann hat man nicht nur, also auch wenn das ein Verlust ist, rein finanziell, man hat investiert in Menschen, die schon extrem viel Zeit sich genommen haben, um sich mit meinem Thema zu befassen. Somit habe ich hier auch schon sehr, also wird es viel, viel einfacher sein, die zum Beispiel an einem Telefongespräch zu überzeugen von meinem Kernangebot. Die haben sich dann im Prinzip, wenn sie sagen, ich will ein Gespräch mit dir, die haben sich schon fast entschieden, ich will weiter mit dir zusammenarbeiten. Das ist das Schöne. Genau, das Vertrauen ist da, das Interesse ist da und der Wille ist auch da, weil sie haben schon einmal etwas bezahlt dafür. Genau. Und ich denke, auch die, die dann jetzt nicht direkt zu diesem Telefonat dann kommen, die kann man ja zwischendurch mal abholen, weil wir haben ja alle Angaben, wenn sie einmal bezahlt haben. Ja, genau.
Vorhin hast du etwas von einem Webinar erklärt, wo man das alles genau lernt, weil es hat jetzt hier mit Landingpages, ja, wie baue ich das auf? Trainingsvideo, Hilfe, ein Video machen, was gehört da alles dazu? Wie weit deckst du das ab im Webinar oder was bietest du dazu an? Im Webinar zeigen wir echte Fallstudien. Ich bin extrem großer Fan von Praxisbeispielen. Also ich finde, Theorie ist wichtig, aber es ist auch sehr, sehr wesentlich, dass wir zeigen, dass es in der Praxis funktioniert. Und wir haben in diesem Webinar, dauert etwa eine Stunde gut, haben wir 4 oder 5 Fallbeispiele zusammengestellt, wo wir wirklich Step-by-Step aufzeigen, wie man die Werbung schaltet, wie man die Landingpage aufbaut, wie diese Videos sehr einfach, ohne komplizierte Technik erstellt werden können und wie das Ganze so verknüpft werden kann, dass ich am Schluss qualifizierte Menschen am Telefon habe. Das klingt sehr interessant. Also eigentlich bleibt nichts anderes übrig, als sich sofort unterhalb vom Video einzutragen. Und wir freuen uns sehr, Sie bald am Webinar begrüßen zu dürfen.